Heute gibt es ein paar Tipps für den perfekten Buzzcut-Look. Ja Leute, ihr könnt es sehen, mein Wirsing ist frisch gemäht und ich kann euch sagen, das ist wirklich ein super befreiendes Gefühl, wenn man über Jahre hinweg lange Haare hatte und die Haare dann wirklich komplett runterrasiert. Und falls du dich dazu auch mal entscheidest, deine Haare komplett runter zu rasieren, aus welchem Grund auch immer, habe ich heute ein paar Tipps für dich, wie du den Buzzcut, den Look, den ich jetzt hier gerade trage, perfekt rocken kannst. Wenn du einen Buzzcut hast, dann rutscht der Fokus automatisch von deinen Haaren etwas hinunter in dein Gesicht. Und das Ausdrucksstärkste in deinem Gesicht sind ganz klar deine Augen. Und zu deinen Augen gehören natürlich auch deine Augenbrauen. Du hast jetzt natürlich wenige Haare und die Haare, die du hast, die müssen natürlich on point sein. Und dazu zählen halt auch die Augenbrauen. Damit meine ich aber nicht, dass die Augenbrauen wirklich minimals gezupft sind und ganz dünn gezupft sind. Nein, ganz im Gegenteil. Die Augenbrauen sollten einfach natürlich und ordentlich aussehen. Achte einfach darauf, dass du keine Monobraue hast, sondern achte einfach darauf, dass deine Augenbrauen ordentlich, natürlich aussehen und zu deinem Look passen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Ohrenhaare. Wenn du zum Beispiel jemand bist, wo die Haare aus den Ohren sehr stark rauskommen, dann solltest du die Haare an den Ohren einfach entfernen. Du kannst sie zum Beispiel einfach abfackeln lassen, zum Beispiel beim Barber oder selbst mit Feuerzeug Hand anlegen, geht natürlich auch. Achte aber ein bisschen drauf und sei vorsichtig dabei. Wichtig ist einfach nur, wenn du die Haare abrasiert hast, bei einem Buzzcut-Look, dann sind natürlich deine Ohren komplett freigelegt und wenn dann Haare aus den Ohren rauskommt, das sieht dann irgendwie nicht ganz so nice aus. Gleiches gilt natürlich auch für Haare aus anderen Körperöffnungen und damit meine ich jetzt die Nasenhaare. Also Nasenhaare solltest du natürlich nicht nur dann, wenn du einen Buzzcut hast, sondern auch grundsätzlich auch immer ordentlich getrimmt und gestutzt haben. Der nächste Tipp ist ein grundsätzlicher Tipp, den habe ich auch schon öfter in meinen Videos gesagt. Aber gerade beim Buzzcut ist es enorm wichtig, dass du eine gute Hautpflege hast. Denn reine Haut ist gerade beim Buzzcut-Look einfach unerlässlich. Ich habe es eben schon erwähnt, der Fokus landet automatisch, weil du ja keine Haare mehr auf dem Kopf hast, eher ins Gesicht. Und wenn du dann irgendwo einen Pickel im Gesicht hast oder zum Beispiel auf dem Rücken oder im Nacken, dann sieht man den halt direkt. Und das möchte man natürlich nicht. Von daher versucht einfach eine gute Hautpflegeroutine zu entwickeln, damit ihr einfach reine Haut bekommt. Und zu einer guten Hautpflegeroutine gehört für mich und ganz klare Empfehlung einfach ein gutes Gesichtsreinigungsgel mit dazu und auch eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste, damit ihr einfach eure Haut auch porentief reinigen könnt. Und Leute, denkt dran, Gesichtsreinigungsbürste ist nicht gleich Gesichtsreinigungsbürste, denn ein Fiat Panda ist ja auch nicht gleich ein Ferrari, obwohl es ein Auto ist. Ich verlinke euch aber den Ferrari der Gesichtsreinigungsbürsten unten in der Infobox, denn es ist unfassbar wichtig, dass so eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste wasserfest ist, der Akku lange hält und natürlich die Bürste porentief reinigt und man das Gerät auch per Induktion laden kann und kein Kabel anstecken muss und das Gesichtsreinigungsgerät auch wirklich komplett umhüllt von Silikon ist. Also schaut mal unten in die Infobox rein. Vierter Tipp für den perfekten Buzzcut-Look ist einfach, dass der Buzzcut, den ihr habt, dass dieser auch perfekt sitzt und damit das der Fall ist, müsst ihr darauf achten, dass eure Outline, also die Konturen vom Buzzcut, wirklich perfekt gezogen sind. Heißt, du solltest zu dem Barber deines Vertrauens gehen und ihm wirklich sagen, dass die Konturen auch wirklich perfekt gezogen werden, dass die einfach ein bisschen besser akzentuiert werden. Denn die Haare, die du noch auf dem Kopf hast, ja, die müssen natürlich wirklich on point sein, damit der Look auch wirklich richtig, richtig geil aussieht. Und die Outlines können entweder mit der Maschine, also mit einem Rasierer gezogen werden, oder man kann die Outlines zum Beispiel auch mit dem Rasiermesser ziehen, dann wird das Ganze noch klarer und noch akzentuierter. Am Ende des Tages musst du selber entscheiden, wie du es machst. Aber denk dran, die Outlines sind wirklich extrem wichtig bei dem Buzzcut-Look. Die Leute, die aufgrund von Haarausfall eh schon eine Glatze tragen, die wissen jetzt ganz genau, was ich meine. Und zwar, die Haare, die noch da sind, ja, egal wo, die sind einem natürlich heilig. Und wenn du dir deine Haare kurz rasierst, dann sind gerade natürlich auch die Barthaare super heilig. Deshalb muss der Bart einfach on point sein. Ich sage das, glaube ich, schon zum dritten Mal, aber der Fokus wandert einfach ganz klar auf dein Gesicht. Und der Bart ist natürlich Teil deines Gesichtes. Von daher ist es wirklich extrem wichtig, dass der Bart einfach wirklich on point ist. Heißt, die Konturen müssen gut gezogen sein und du solltest natürlich auch dein Bart grundsätzlich gut pflegen, je nach Länge natürlich ein Bartöl benutzen und natürlich auch eine Bartbürste benutzen, damit der Bart wirklich schön und gepflegt aussieht. Gerade bei einem Buzzcut-Look ist das einfach super wichtig. Und Leute, wenn ihr euch dazu entschließt, den Buzzcut zu rocken und vielleicht vorab auch etwas längere Haare hattet oder vielleicht sogar lange Haare hattet, so wie ich, und euch dann die Mähne abrasiert, dann ist es unfassbar wichtig, dass ihr eine gesunde Bräune habt. Denn wenn man halt wirklich auch ein Zero-Fade macht, dann kann es unter Umständen sein, dass die Kopfhaut einfach sehr weiß ist und hat man einen relativ krassen
Unterschied zwischen Kopfhaut und normaler Haut, also von der Bräune her. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass man vielleicht mal ein Sonnenbad macht. Und wenn du zum Beispiel in einer Region wohnst, wo nicht so doll oder nicht so oft die Sonne scheint, dann such vielleicht ab und an mal einfach ein Solarium auf, damit einfach nicht so ein ganz großer Kontrast zwischen deiner normalen Hautfarbe und deiner Kopfhautfarbe entsteht. Denn das sieht dann irgendwie so ein bisschen komisch aus. Also eine gesunde Bräune bzw. ein gesunder Teint ist beim Buzzcut-Look auch extrem wichtig. So Leute, das bedeutet für mich, ich gehe jetzt erstmal nach draußen und bräune meinen Kopf ein wenig, damit sich der Kontrast zwischen Kopfhaut und normaler Haut einfach so ein bisschen neutralisiert. Und jeder, der draußen Buzzcut-Look rockt, Leute, meine Buzzcut-Freunde und meine Boxerschnitt-Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche Tipps mit hier auf den Weg geben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.